Ich habe dazu nichts beizutragen in diesem Moment. Plant die Bundesregierung, diese deutschen NGOs bei ihren Problemen zu helfen? Wenn ja, wie? Nein. Und zur ersten Frage, was das Flüchtlingsschiff betrifft, kann ich sagen, dass wir über die Situation der Menschen auf diesem Schiff, der Aquarius, besorgt sind und dass die Bundesregierung die Beteiligten, alle Beteiligten aufruft, ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden. Ja, es gibt noch einen Fall, weil es gibt jetzt ein Schiff, ein holländisches Schiff mit einer deutschen NGO, Sea-Watch 3. Und es gibt gerade die gleiche Lage. Matteo Salvini hat heute Morgen gesagt, dass dieses Schiff sollte viele Migranten aus Libyen nach Italien bringen und dass Italien sagt jetzt nein. Deswegen hätte ich eine deutsche Reaktion gerne gehabt. Frau Petermann und Herr Seibert natürlich. Ich kann dazu nicht. Ich kann dazu auch nichts sagen. Herr Jung. Wie unterstützt aktuell die Bundesregierung die deutschen NGOs auf dem Mittelmeer? Ich weiß, es gab zum Beispiel Jugend rettet. Das ist ja die Organisation, die die Sea-Watch fährt. Die war ja auch schon im Kanzleramt zu Gast. Ich kann zu dem aktuellen Vorfall leider jetzt grundsätzlich nichts sagen. Herr Seibert hat im Grundsatz ausgeführt, wie wir die Situation von Schiffen, die in so einer Lage sind, betrachten. Herr Seibert. Ich habe dazu nichts beizutragen in diesem Moment. Plant die Bundesregierung, diese deutschen NGOs bei ihren Problemen zu helfen? Wenn ja, wie? Nein. Herr Saffelberg, dazu nochmal. Über dieses Schiff, der Aquarius. Also wenn es nicht in Italien landen kann oder auf Malta, wenn da so viele Menschen an Bord sind mit Schwangeren und Kindern und so weiter, wo soll es denn bitte schön hin? Also Herr Seibert, Sie haben gesprochen von einer gemeinsamen Asylpolitik. Also die Leute, ja normalerweise kommen sie in diesen Tagen nach Italien, aber Italien hat Hunderttausende, viele Hunderttausende schon aufgenommen. Die sagen jetzt, es ist ein bisschen zu viel. Was kann die Bundesregierung tun, damit dieses Schiff mit den Menschen schnellstmöglich irgendwo an Land geht? Also Sie sagen, Sie wollen das gemeinsam in Europa machen. Jetzt gibt es sehr großen Handlungsbedarf. Wie soll das dann gemeinsam gehen, wenn eines der größten Länder wie Italien quasi sagt, nein, nicht mehr mit uns, einfach zurück nach Libyen? Also die deutsche Haltung, dass besonders belastete Länder und Italien gehört natürlich dazu, nicht alleine gelassen werden dürfen, die ist, denke ich, bekannt. Und danach handeln wir ja auch. Verantwortung und Solidarität aller Mitgliedstaaten müssen Hand in Hand gehen. Und wir setzen uns eben gerade auch aus diesem Grund dafür ein, nachdrücklich dafür ein, dass wir krisenfeste, faire, gemeinsame Lösungen in Europa, in der europäischen Flüchtlingspolitik bekommen. Konkret unterstützt die Bundesregierung Italien zum Beispiel mit der Entsendung von EASO-Asylexperten und auch mit der Umsiedlung von Flüchtlingen. Da gibt es mehrere Charterflüge pro Monat. Zu dem konkreten Fall der Aquarius jetzt kann ich nur meinen Aufruf wiederholen an alle Beteiligten, ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden. Herr Wiegold, achso, Zusatz? Vielleicht noch ein Zusatz. Also wenn Italien sagt nein, also wer soll es dann machen? Also Spanien bestimmt nicht, Frankreich nicht, Balkanländer hört man auch nicht wirklich. Also soll es dann nach Griechenland oder was bleibt übrig? Die Frage, was ein sicherer Hafen ist, um aus Seenot Gerettete auszuschiffen, die richtet sich nach dem Seevölkerrecht. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.